Einen schönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Heute reden wir etwas genauer über Variablen. Ich werde euch unter anderem heute zeigen, wie man eine Variable erstellen kann, in diese einen Wert hineinspeichern kann und diese dann verschieden verwenden kann. Ja, wie immer erkläre ich euch nicht trocken die Theorie, sondern zeige ich euch das auch anhand eines kleinen Code-Ausschnitts. Also fangen wir gleich mal an. Der erste Typ einer Variable, den ich euch zeigen möchte, ist der Integer, int. Und damit kommen wir auch gleich zum Grundaufbau einer Variable. Zuerst kommt der Klassenname. Das wäre in diesem Fall int oder eigentlich System.int32. Int ist in dem Fall nur eine Abkürzung. Wir können dafür jede Klasse verwenden, also theoretisch auch unsere Klasse Programm. Das wird uns aber nicht viel bringen, weil wir das, glaube ich, nicht initialisieren können. Ja, nach diesem Klassennamen kommt logischerweise ein Abstand und dann der Name der Variable. Ich habe es jetzt einfach mal A genannt. Man kann das aber auch zum Beispiel nennen Peter oder Toastbrot. Was man nicht machen kann, ist zum Beispiel int 123. Da würde der Compiler einen Fehler geben, weil 123 ja kein Text ist, sondern eine Zahl. Man kann aber Sonderzeichen, also zum Beispiel Umlaute oder ein scharfes S verwenden. Ja, macht man aber generell nicht. Oder ich mache es nicht so gerne, weil es ja, sieht halt nicht so schön aus. Gut, wir nennen unsere Variable einfach mal int Zahl. Gut, nachdem wir jetzt die Deklaration eines Integers abgeschlossen haben, beziehungsweise einer Variable abgeschlossen haben, können wir diese jetzt zuweisen. Eine Zuweisung erfolgt immer mit einem einfachen ist gleich. Also in diesem Fall wäre das Zahl ist gleich irgendeine beliebige Zahl, einfach mal 42. So, jetzt hat unser Integer Zahl, also unsere 32-Bit-Ganzzahl Zahl, einen Wert von 42. Wir können jetzt diesen Wert in diese Static Void Main Methode überall verwenden. Also wenn wir jetzt hier ein Console Write Line Zahl machen würden, Moment, dann würde auf dem Bildschirm 42 erscheinen, weil wir den Integer, also den Wert des Integers Zahl in die Konsole ausgeben lassen. Gut. Wir können das auch verkürzen, also wir müssen nicht in der neuen Zeile dann das schreiben, sondern wir können auch gleich direkt oben das so machen. Was man auch machen kann ist, wenn man jetzt mehrere Variablen desselben Typens, also in diesem Fall Integer, initialisieren möchte, kann man machen int a-b-c, wobei a, b und c jeweils Variablen sind. Also ich könnte jetzt machen Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3. Das müsste ich jetzt jedes einzeln zuweisen, also da kann man dann dahinter, ich denke nicht, einfach was zuweisen. Ja, also wenn man das so macht, kann man nur die letzte Zahl zuweisen. Das bedeutet, ich müsste dann in den neuen Zeilen jeweils Zahl 1 ist gleich irgendeine Zahl, Zahl 2 ist gleich irgendeine Zahl, Zahl 3 ist gleich irgendeine Zahl machen. Gut, so viel mal zum grundsätzlichen Aufbau einer Variable. Ja, jetzt werden wir uns mal anschauen, wie wir Variablen grundsätzlich verwenden können. Ich habe hier schon ein kleines Beispiel gebracht mit Konsole.WriteLine.
Und um gleich beim Integer zu bleiben, kann ich, initialisiere jetzt mal eine zweite Zahl, zum Beispiel 35. Und möchte jetzt diese zwei Zahlen addieren. Das bedeutet, ich möchte einen neuen Integer erstellen, der die Summe aus Zahl und Zahl 2 zugewiesen bekommt. Also mache ich int Summe ist gleich Zahl plus Zahl 2. Ganz einfach. Jetzt habe ich eine Variable Summe, die die Summe aus Zahl 1, also aus Zahl und Zahl 2 beinhaltet. Wenn ich jetzt Summe ausgebe, sieht man, dass 77 rauskommt, und ich vertraue mal C#. Ja, wenn man das im Kopf rechnet, dann stimmt das auch. Gut. So viel mal zu Rechenoperationen. Das geht auch mit jedem anderen Operator. Also es gibt auch einen Minusoperator, einen Durch, das wäre ein Slash oder ein Sternchen. Ein Sternchen für mal. Ja, ich werde euch da irgendwo da eine Anmerkung anlisten, auflisten oder so, mit allen mir bekannten Operatoren, die es so in C# gibt, weil mir jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich nicht alle einfallen werden. Gut. Also so viel zu den Operatoren, da werde ich vielleicht noch ein eigenes Video dazu machen. Ja, das war's eigentlich schon ziemlich zum Integer. Was ich noch erwähnen könnte ist, es gibt, ich habe ja vorher erwähnt, dass diese Klasse eigentlich System.int32 ist und das stellt eine 32-Bit-Ganzzahl. Da. Also wenn wir uns vorstellen, wir hätten eine Binärzahl mit zwei Schrägstrichen, macht man einen Kommentar. Also da 32 Zahlen, es sind jetzt natürlich nicht 32, aber wir stellen uns mal vor, das sind 32 Zahlen, und das wird, wenn wir Int-Zahl schreiben, werden 32 Bit in unserem RAM reserviert. Wenn wir diese Zahl dann zuweisen, wird in diese Zahl jeweils irgendein Wert im Binär hineingeschrieben. Dies ist natürlich nicht der richtige Wert, aber ja. Gut, es gibt nicht nur 32-Bit-Ganzzahlen, es gibt auch etwas, das nennt sich Long. Das ist 64-Bit. Und es gibt ein Short, das sind 16-Bit. Also das ist dasselbe Prinzip wie Integer, nur dass man damit mehr oder weniger Speicher belegt. Also da kommen wir dann schon in die effiziente Programmierung, wo man, wenn man nur kleine Zahlen hat, eine 16-Bit-Ganzzahl verwendet. Ja, also für den normalen Programmiergebrauch ist die 32-Bit-Ganzzahl normalerweise vollkommen angebracht. Gut, ich wollte euch noch einige Typen zeigen. Zum Beispiel den Float, Double, dann Decimal und String und Bool. Ja, höchst professionelle Namensgebung. Der Reihe nach. Float ist eine Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit. Das heißt, man kann, ich bin mir nicht sicher wie viele, aber ich spekuliere mal 16 Kommastellen mit einem Float speichern. Also da könnte ich es machen. 4, Komma mit einem Punkt getrennt, irgendwas. Also irgendeine Kommazahl. Ja, okay, das wären schon zu viele.
Ah, ja, genau, man muss, wenn man Float verwendet, die Zahl schreiben und dahinter ein F. Gut, das Double ist grundsätzlich dasselbe wie das Float, nur mit doppelter Genauigkeit, also etwas mehr Dezimalstellen. Da können wir dann halt nicht 2 Komma, eine etwas längere Zahl schon darstellen, und Decimal ist einfach eine Dezimalzahl. Also mit, ich habe keine Ahnung, ich werde es wahrscheinlich auch da oben hinschreiben, Dezimalstellen. Gut, ah ja, eins habe ich noch vergessen. Gut, zum nächsten, das wäre der String. Der wird dann bei der Eingabe, also beim nächsten Teil, genauer erklärt. Das ist einfach eine Zeichenkette. Also genau definiert, stellt Text als eine Reihe von Unicode-Zeichen dar. Wir sollten diese zwei vielleicht vertauschen. Was uns zum nächsten Char, also zum nächsten bringt, zum Char. Also was ich noch erwähnen sollte, ist, dass ein String unter doppelten Anführungszeichen, so, unter doppelten Anführungszeichen geschrieben wird, und ein Char unter einfachen Anführungszeichen. Jetzt ist die Frage, wo ist der Unterschied? Wie schon gesagt, ein String speichert eine Kette von Chars, und ein Char speichert nur einen Buchstaben. Das bedeutet, wenn wir jetzt da versuchen, mehr reinzuschreiben, wird der Compiler einen Fehler geben, nämlich zu viele Zeichen im Zeichenlittéral. Das bedeutet einfach, dass ein Char nur einfache Anführungszeichen haben darf. Gut, so viel auch zum String und Char, zumindest bis jetzt. Das wird dann, wie gesagt, im nächsten Video genau behandelt. Und der Bool ist ein Boolean, so wie er in Java genannt wird. Den werden wir auch noch dann später beim If und bei den Schleifen genauer besprechen. Das ist im Grunde genommen ein Wert, der nur zwei, also eigentlich ein binärer Wert. Also ein Wert, der entweder immer nur true oder false sein kann. Was anderes geht nicht. Ja, ich denke, das war es auch schon ziemlich mit den Variablen. Ich werde dann noch irgendwann Zugriffsmodifizierer machen. Es ist momentan noch etwas chaotisch mit der Aufteilung von den Parts. Ich sage immer in jedem Video, ich mache im nächsten Part das und das, und dann mache ich doch was ganz anderes. Aber ich hoffe, das wird sich in nächster Zeit irgendwie ändern. Ja, also bis zum nächsten Teil. Auf Wiedersehen.